da rechts ein Schild. Ich drücke die Taste I und es passiert gar nichts. Emil. Da hast du rechts ein Schildersymbol. Suchen wir uns eine Farbe aus, was wollen wir sein? Weiß passiert nichts, wenn ich E drücke. Blau. Nee, bei mir auch nicht. Hab vielleicht. Nein, ist die Karte. Was habt ihr denn eingestellt? Entweder E oder I, ich weiß nicht, was standardmäßig eingestellt ist. Ich kriege über Escape in so ein Inventar auf. Okay, da habt ihr es über Escape. Ja, dann haben sie das wahrscheinlich irgendwann mal umgestellt. Früher war das standardmäßig eben. Das ist ein Slime mit einer Hasenmaske, uncool. Welche Farbe nehmen wir? Controls. Jump, Fruity. Das ist Prämie dazu, da, dass du siehst, wo wer ist auf der Karte. So, jetzt bin ich auch in der blauen Party. Also Minecraft-mäßig, du hast, bekommst Startwurmen, also Kupfer, Axt, Kupfer, Schwert, was ist das? Das Schwert ist am Anfang scheiße, weil das geht nur so einen Stich nach vorne. Mehr so ein Dagger. Ja. Warum kann ich den Baum nicht fällen? Ich muss gedrückt halten. Weil du dafür eine Axt brauchst. Du musst ja auch direkt mit dem Mauszeiger auf das... Ach so. Ja, alles klar. Fehler gefunden. Gut, ich habe mir einen Haufen Sonnenblumen geschnappt. Oh mein Gott. Ach schon. Wir können uns entscheiden, rechts ist ein kleines Loch. Ich würde sagen, wir gehen ein bisschen weiter nach links und dann fangen wir dort eine Bude an. Klingt auch ein Plan. Minikat haben wir dazu auch. Bei Kat kannst du uns auch raus und rein zoomen oder so. Also ich will jetzt hier Double Jump machen, das geht ja alles nicht. Buddeln wir uns mal den Natürlich, deswegen vom Arzt haben gesagt, wir können nicht, ich kann nicht blau nehmen. Ja, Realitätskrise und so. Am Anfang schaust du, dass ihr nicht abkratzt. Gott, ja, das ist ja so ein Eingewüssel hier schon. So, ich würde sagen, wir schmeißen uns heute nach links. Oder? Nein, da kommen wir nicht durch. Egal, wir bauen gleich am Anfang. Sinnvoll ist, wenn wir eine... Ich folge einfach dem Birdie. Ja. Sinnvoll ist was, Martin? Sinnvoll ist ja, wenn wir eine große, gerade Fläche ungefähr haben. Ja, das ist hier groß und gerade. Machen wir die Baumrechte. Oh nein, ich spüre es, wie der Flachwitz kommt. Ah, dem Birdie folgt's. Nein. Das ist kein Flachwitz, das ist einfach nur ein Zustand. Ja. Na, erstmal hier Gott, was habt ihr hier für komische Namen gewählt? Was ist dein Kieran? Bin ich. Ah, okay, ich hab's fast vermutet. Ich wollte eigentlich hier in das Loch und warten, bis du runterfällst. Es ist tatsächlich eingetreten. Oh, ich schlachte mal nicht hier durch. Ich war mir noch nicht sicher, wer von euch jetzt ist, das runterfällt. Deswegen dachte ich, ich brauche schon mal eine Nottreppe wieder nach oben. Nicht zu weit runtergehen am Anfang, nur zur Info. Dann derbst du viel Fräse. Ich baue jetzt ein paar Wooden Planks, dass ich hier wieder rauskomme. Hoi. So, da. Mach mal die Bäumchen. Scheiß, Schleim. Sag Bescheid, wenn das AE-Netzwerk steht. Ich sag Bescheid, wenn Martin zum ersten Mal tot ist und ich ihn looten kann. Du kannst ja nicht looten, nein, außer das Geld. Ja eben, das ist, darum ging's mir, aber das du hast ja ein Schwabe, dem reicht das. Ja, und wie man sieht, der Wolf muss gleich wieder die armen Kaninchen jagen, hoppala. Ja, ich hab Hunger. Dann macht's wohl mir mehr Spaß. Es gibt ja auch, Leben regeneriert sich wieder gut. Ja, ganz langsam. So, jetzt haben wir halbwegs ein flaches Gebiet, bauen wir mal da die Bude auf. Ein Crafting Table. Ich baue mal ein Crafting Table, ne? Ja, die könnte man nochmal im Hintergrund platzieren. Dann musst du, glaube ich, eine Wall extra bauen damit. Ja. Okay. Dafür muss ich an die Workbench. Man kann jetzt eine Fishing Pole bauen? Also, ist ja doch ein paar neue Sachen dazu gekommen. Als wir das letzte Mal gespielt haben, Greg, das ist ja doch noch. Ja, gut, das ist ja auch schon wieder ein halbes Jahr her, seitdem wir das zu zweit durchgespielt haben. Man kann so eine komplette Wooden-Rüstung bauen für den Anfang. Das ist ja praktisch. Das kannst du schon lange, oder? Die Wooden-Rüstung gibt's schon lange, ja, aber wir haben normalerweise hat man es halt. Brauchst du halt eigentlich nicht. Hoppala. Aua. Kann mal einer den Slam da wegmachen, danke. Ich wollte gerade die Tür bauen. Ich habe gerade angefangen, zwei Türen zu bauen. Lass mich nachschauen. So, da, zwei Türen gebaut. Ich habe schon eine Tür dahingestellt. Gut, dann halte ich die nächste Tür noch. Schimmel. Braucht ihr irgendwie. Okay. Wie kann man mal Fackeln? Na komm, hier sind die. Du brauchst ein Holzstückchen und Schleim. Machen wir mal Licht. Ich hab da mal was. Ah, verdammt, aufgebraucht. Ganz schön ressourcenlastig das.
Jo. So, erstmal hier Ruhe gemacht. Haben wir da noch eine Fackel dran, dass wir was haben für die Nacht? Ah ne, erfrieren könnte man hier nicht, das war ja erst bei... das ist nicht so ein bei Starbound. Starbound. Jo. Ja. Wo du dich noch bei manchen Sachen um Sauerstoff kümmern musstest. So chillig. So, Fackelchen. Was du Slime Kills. Terraria ist eigentlich ziemlich. Gibt ziemlich wenig an so nervigen Sachen, wie kaputte Äxte oder verhungern oder sowas. Es ist halt mehr auf den Kampf aus, oder das ist der ganze. Ja. Aha, ein Kill. Drecksack. So. Meiner. Platz. Haben wir schon irgendwas Nahrungstechnisches? Nö. Ich hab hier ein paar Pilze, die ich gerade abernte hier. Sunflower. Soll ich vielleicht mal wieder ein paar Bäume einpflanzen, nur sicherheitshalber? Ja, die Acorns kannst du abreißen, dann kannst du wieder mehr Platz. So, ich mach da mal schon mal die nächsten. Räum ich, wenn wir schon wieder Teleporter bauen können. Oh ja, erinnere mich, was wir da für ein Teleporternetz angezogen haben. Das vor allem die ganzen Stromkabel anlegen waren ja halt. Oh, hier schneit's schon. Ich hab schon ein Schneebiom so halb. Sehr schön. Bauen wir uns doch hier mal zusammen. Ich hab aber Angst, ich werde hier gleich. Mit der Spitzhacke und Blöcke kenne ich mich wenigstens aus. Kannst du schon mal loslegen. Da bin ich trainiert drin, da bin ich drin ausgebildet. Bam. Oh Gott, Eisslime. Krieg ich gar nicht durch. Was war nochmal die Mindestgröße für ein Haus? Weißt du das noch aus dem Kopf? Ich glaube 5x5 oder sowas. So halt, dass du den Tisch mit dem Stuhl reinpasst. Einen Tisch und einen Sessel. Du musst nicht Bett oder Sessel haben. Und Sessel haben, du eins von beiden hat glaub gereicht. Tisch und Sessel. Tisch und Stuhl brauchst du. Okay. Ja, auf jeden Fall. Und aber. Eine Fackel. Du brauchst eine Lichtquelle, Tür. Eine Ablage, Bett oder sowas. Ich glaube, ein Crafting Table reicht halt auch statt dem Tisch. Ein Crafting Table und Bett reicht, glaube ich, sogar. Ja, genau. Was brauchen wir eigentlich für die Betten? Ich glaube, Netz. Das ist das Spinnennetz, oder? Welche Teamfarbe hattet ihr? Blau, blau, blau. Blau, blau, blau. Das Bett braucht man die dummen Spinnennetze, ne? Von euch hat keine Spinnennetze wahrscheinlich. Ja, ich hab noch keine Spinnen gelegt. Ah, hier ist ganz viel. Nee, die findest du auch eher in Höhlen oder sowas. Das ist einfach die Netze, wo dran sind. Kling, 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 kling. Ja, erstmal alle Matze einsammeln. Könnte man irgendwie hier ranzoomen? Ah, nee, das ging doch bei dem Spiel nicht, ne? Konntest irgendwo den Zoom einschalten. Wo habt ihr euch jetzt schon wieder hingekommen? Das konnte man, also bei Dings konnte man das, bei Starbound. Aber ich glaube, hier konnte man noch gar nicht zoomen. Wir buddeln uns nach Mittelerde. Oh, wir haben ja schon so einen NPC rumpimmeln, sehe ich gerade. Ja, das ist der Instructor. Gedöns. Das ist der Tutorial, Oshi. Blink. Buddeln wir uns taktisch Vorteil, aber wir kommen hier wieder raus. Ich will eigentlich gar nicht so viel hier. Ja, man kommt hier wieder raus. Kann ich so tief buddeln? Plattform. Ja, ich will irgendwo, wo irgendein zugewachsener Gang ist. Man sollte eigentlich meinen, dass jemand wie ich, der schon eine Anzahl an Stunden in Minecraft hat, nicht wirklich Probleme hat, mit einer Spitzhacke Blöcke zu bauen, aber in 2D ist das nochmal eine ganz andere Baustelle als in 3D. Und ich überlege, wie viel Starbound ich gespielt habe. Aha. Ja gut, so viel habe ich da nicht gespielt. Ich habe ja nur das mal... Große Erdpflanzung. Ja, ich bin mal kurz hier... Hintergrund müsste dann aber auch noch Ja, wie ging denn das nochmal? Rechtsklick, glaube ich, oder? Mit Rechtsklick hat man mit einem Hammer. Ah, Hammer. Ne, Rechtsklick, das war doch bei Starbound. Es gibt Blei? Da so ein bisschen durcheinander. Oh Gott, wir haben echt einiges. Das kannte ich jetzt noch nicht. Wann gibt's hier Blei? Da ist eine Ader unter uns, Blei. Glaube ich, das gab's auch bei uns schon, Martin, oder? Nee, wir bauen noch gerade Clay ab. Das ist jedenfalls nach meiner Zeit. Clay ist eins der billigen Standarddinger, von dem man eigentlich. Eigentlich ja, Clay bestenfalls zum Bauen. Copper und Lead habe ich, wie das heißt. Genau, ja. Lead. Das ist ja, Blei. Ja, genau. Oh ja, Blei hat es gab's letztes Mal. Weil da hast du immer Lead gesagt statt Lead. Ich hätte dich immer ausgelacht. Ja, nichts Neues. Ah, und man konnte nicht schwimmen, ne? Ja. Außer man hatte die dummen Flossen. No! Und das dieses dumme Ding hier ist genau ein Block zu breit. Oh, eine Pumpkin-Land. Jetzt schmeißt dann jetzt, wenn ich hier gerade mit Fackeln bespuckt. Ah, sehr, das hat funktioniert, passt. Ja, ich hab dir mal ein paar Fackeln geschmissen, dass du auch was platzieren kannst, weil in der Nacht kommen die Monster. Ach genau, das Campfire, das hat die Lebengeneration erhöht. So, ich pflanze hier schon mal so ein paar Acorns, wenn ich rauskriege, wie das geht. Hallo? Das habe ich mir schon überlegt. Auf den Boden klicken. Das darf halt kein Clay sein, sondern es muss Erde sein. Ne, das ist die Erde, aber es funktioniert nicht. Die Pilzfarm hat später Spaß gemacht. By the way, Okami,
du bist nicht in unserem Team, drück Escape oder E oder was auch immer dein Inventar öffnet und dann rechts auf das blaue Schild klicken. Dann kommt hier irgendwas blau angezeigt. Ich wollte gerade sagen, da habe ich drauf gedrückt. Komisch, bei mir, was du gerade nicht brauchst. Wurscht. Bei mir werden, glaube ich, alle angezeigt. Versuch das hier gerade, er verlässt mich keine Pflanzen. Ja, ja, das ist hier, warte mal, das ist hier. Du musst das so ein bisschen, ja, warte mal. Komisch. Ich glaube, das geht nicht, weil der Hintergrund ist. Ja, ah, hier, das. Ja. Das, weil er, da darf kein Hintergrund sein. Gut, das heißt, ich brauche erst einen Hammer, bevor das geht. Ah, alles klar. Ja, marschieren, marschieren. Wir hatten da einen Kürbis in die Bude gepflanzt oder stand der? Der ist reingewachsen. Wir haben nichts am Boden. Das sind doch Halloween-Items. Ja, oh, hey, genau. Man kann sogar eine Hanging Jack-O-Lantern, da brauche ich mal einen hier. Das ist jetzt die Primärbeleuchtung des. Was? Decke hängen. Au! Ja, okay, jetzt, okay. Oh Gott, jetzt kommt die verdammte Tür zu. Im Eis. Wah, scheiß Nacht. Bist du schon im Eisbiom? Ich bin im Eisbiom. Aber ich finde weit und breit keine verdammten Spinnweben. Ich wollte eigentlich nur ein paar verdammte Spinnweben suchen. Ich glaube, die gab's tiefer, ich weiß gar nicht. Kein Workbench. Warte mal, gab's nicht. Ich höre einen Stern schon. Ja, nicht vergessen. Wenn du so einen Stern siehst, by the way, den in der Nacht aufsammeln. Ja. Deswegen darf man tagsüber aus in die Tasche schmeißen, weil Sterne verschwinden. Ja, die dürfen nicht unter Tag. Ich bin eh gleich tot, so. Ja. Wir dürfen wieder bei euch rauskommen, wir sind eh noch in der Mitte. Also braucht man eh kein Bett eigentlich. So, wir werden jetzt mal craften. Was kann man sogar einen Pumpkin Dresser machen mit Pumpkin Door. Oh Gott, hier kommen schon Augen. Oh, Stern. Ja, Meiner. Echt? Ich wurde gerade von einem Diebenauge gekillt. Ja, es kommen so. Augen, Martin. Aua, aua, die machen viel Schaden. Ja. Brrr, seriously? Wer hat jetzt hier deinen Stern aufgesammelt von euch? Ich glaube. Okay. Du kannst nämlich die Sterne craften, dann kannst du daraus Mana-Items machen. Kannst den Mana-Pool erhöhen. Ja, es gibt einen Grund, warum wir da einen Graben vor der Tür haben. Das ja, ich hab da was mitgebracht. Ja, rein mit euch. Sehr nett. Birdie, mach die Tür zu, mach die Tür zu! Ja, super. Oh Gott, ich werd so vergewaltigt. Da ist ein Auge rein. Ich hatte das Spiel nicht mehr so schwer in Erinnerung, als wir das gespielt haben. Ja, die erste Nacht ist dämlich. Wenn du die ersten Sachen hast, sind die Dinger eigentlich kein Problem mehr. Das hier. Ach, das ist ja Okami. Mhm. Der Grabstein. Hack, hack, hack. Los, rein hier. Hopp, 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 hopp. Auge sieht ja komisch aus. Ist das ein Special-Auge? Nein, das ist ein Demon-Eye, ja. Demon-Eye. Ja, aber das ist tatsächlich Halloween-Skin. Ja. Das ist nicht das Normale. Okay, du buddel dich da mal rum. Ach Gott, ich hab kein Holz mehr. Ach ja, hier die Dinger. Wo ging mir das? Mit Shift, ne? Nee. Shift hast du aber noch nicht Quelle getragen. Das sind die Plattformen. Du kannst, wenn du bei diesem Tisch stehst, den wir hier haben, E drücken, dann kannst du links... Ah! Also durchscrollen. Ich hab den mal nochmal mit, Fritschi. Ihr solltet da schon. Könntest du mich kurz ein Stück hochbauen wieder? Selbst ist der Mann. Du kannst. Ja, ich hab nichts Passendes dabei. Du musst. Ich auch nicht! Hast du kein Holz mit? Nein, ernsthaft? Ich hab Holz. Ich hab dich vorher wieder rausbekommen. Ja, das Holz kann man zu Planken verarbeiten. Die kannst du dann da setzen. Ja, das sind so. Ich mach's mir einfach. Warte. So. Ja. Ich baue schon links hoch, Fritschi, ist gut. Ich mach da mal so ein Grab weg. Hattest du nicht irgendwo die Laterne oder wo hast du die angebracht? Hey, du Schwein! Du Schwein, baust mir den Ausgang zu! So, ich bin wieder draußen, der Rest ist egal. Ja, eigentlich sollte man es mit Holz machen, das ist dumm sonst. Ja, aber sonst kommt man dann nicht mehr vernünftig. Musste man man braucht den Crafting Table, um die Dinger zu verarbeiten zu den Dingen, oder? Die Planken immer? Nicht, nein. Also die... Ah ja, dann ist ja eh kein Problem, gut. Aber man könnte mal ein bisschen Licht machen hier. Ey, wo ist mein guter Matt hin? Mal, nee, halt Clay war das. Wo ist denn das? Wenn man Linksklick macht, stellt man die Sache einmal her und wenn man Rechtsklick macht, dann kann man... Ich glaube, wir haben ein ganzes Problem jetzt. Der linke Kram war nicht tief genug, der Zombie hat auf die Tür anschlagen können. Da. Kann ich eigentlich auch da runterschmeißen? Nee, kann ich nicht. Es gibt eine Schmeißentaste. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich da unten euch was ins Loch schmeißen kann. Es gibt ja irgendwo einen Stein. Es gibt da später so Dynamit. Wenn du mir das Dynamit stark hier runterwirfst, setzt was, Jung. Nein, ich wollte euch die Plattform runterschmeißen. Wie baut man Dynamit? Achso. Ja, ich hab genug Plattformen. Alles klar.
Wir haben hier ein bisschen Spaß. Einfach dreschen. Das ist jetzt aber. 8 Leute stehen ineinander und prügeln auf denselben Zombie. Und wie sie alle zu dem Stern rennen. Ninja Looter. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Alles. Das ist ein Killgrund. Silent. Silence!